Donnerstag, 20.30 Uhr ist es wieder. Einen wunderschönen guten Abend zu unserer fünften Session Flug des Monats. Und ja, wir sind im August, sprich, wir sprechen über den Flug des Monats Juli. Herzlich willkommen. Hallo Benny. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir schauen gleich mal rein, wie es bei WeGlide diesen Monat ausgesehen hat. Und zwar, hier ist die Liste der Flüge mit den meisten Likes im Juli 2021. Wir fangen an bei Platz 10 und Platz 9, beide mit 23 Likes. Das sind Erik Schneider und Patrick Benoit, die von Nordbayern aus geflogen sind. 900 und 800 Kilometer, große, schöne Flüge. Platz 8 ist Olli Wolfinger, der am 8.7. nach Osten im Föhn mit der K6 geflogen ist. Das war so eine Wetterlage mit halb Thermik, halb Föhn. Hat tolle Bilder gemacht, lohnt sich reinzuschauen. Platz 7 ist Tobias Bienig, Puy-Mausson, der dort geflogen ist mit der LS818. Und der hat auch vor allem die Likes bekommen, 25 davon, weil er so tolle Bilder gemacht hat. Können ganz kurz mal reinschneiden. Also klasse mit den Lenticularis-Wolken. Und dann vor allem, hier ist mein Lieblingsbild vom Lac des Saint-Poissons aus der Welle raus. Wirklich klasse. Dann haben wir Platz 6, Tobi, der ist aus Eichstätt geflogen, auch in der Welle. Und zwar zuerst ist er thermisch geflogen, ungefähr 500 Kilometer weit. Und am Abend ist er noch an der Donau in die Welle gekommen. Was ich da ziemlich cool fand, ist, dass er sich getraut hat, dann nochmal den Gleitflug eben zu diesen Lentis hinzumachen, wo er schrieb, die waren da schon den ganzen Tag gestanden. Er schreibt auch hier in seinem Kommentar, wenn mir jemand erklären kann, wieso über der kompletten Donau den ganzen Tag Wellen standen, kann er sich gerne bei mir melden. Ich habe mich nicht gemeldet, weil ich es ihm auch nicht erklären kann. Aber Respekt für den Flug. Coole Bilder auch am Abend gemacht, aus der Welle raus, von der Fränkischen Alb und vom Donautal. Also sehr sehenswert, kann man sich ruhig mal anschauen, diesen Flug. Dann, Roland Henz ist meines Wissens zum ersten Mal von Unterwössen bis kurz vors Matterhorn geflogen. Großer Zielrückkehrflug, auch ohne Motor zurückkommen, 32 Likes dafür, ziemlich cool. Michael Sommer, größtes Dreieck des Monats, wie immer, ungefähr 1050 Kilometer FAI-Dreieck geflogen mit der EB29. Dann auf Platz 3 Jan Lüschewek, der mit der K6 auf die Südseite geflogen ist, hat tolle Bilder von den Dolomiten auch drin. Platz 2 hier Conor Hennemann aus Reinsdorf. Können wir kurz aufmachen, sind nur 13 Kilometer gewertet. Man sieht, der Logger ist ziemlich früh ausgefallen. Es ist aber wohl auch nicht viel weiter gegangen, weil er dann auf dem Acker gelandet ist, hatte natürlich seine Helfer dabei. Hier steht insgesamt mehr als 220 Jahre haben sich auf dem Acker befunden. Natürlich toll. Muss ja auch alt gewesen sein, oder? Weil so alt sahen die beiden noch gar nicht aus. Tja. Und technische Probleme mussten gelöst werden, wurden dann auch gelöst, wie man hier in der Story sieht. Und auch der Logger hat am Ende nicht das gehalten, was er versprochen hat. Ja, hat 45 Likes bekommen. Und auf dem ersten Platz für den Flug des Monats, Juli 2021, ist Jan Lüschewek, der mit der K6 674 Kilometer geflogen ist. Am 8. Juli 2021 bei dieser gemischten Thermik- und Föhnwetterlage, wo wir auch schon gerade gesagt haben, da ist ja auch Olli Wolfinger geflogen. Hat auch tolle Bilder gemacht, der Jan. Dieser Flug ist eine Geschichte für sich. Man kann sie mal kurz schon überblicken. Sind nach Osten geflogen und sind dann auch im Osten gelandet, sowohl Jan als auch Olli, um die reinziehende Front eben um mit der einziehenden Front umzugehen, die von Westen herkommt.
Ja, und dann haben wir die beiden gefragt, ob sie mit uns über diesen Flug sprechen, nämlich Olli Wolfinger und Jan Löschewig. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Flug des Monats Juli 2021. Dankeschön. Ja, danke. Ja, von mir aus auch herzlichen Glückwunsch. Und ich hatte ja in der Vorankündigung geschrieben, es gibt ein absolutes Novum. Nein, beim letzten Mal hatten wir ja auch schon ein Novum, weil wir zwei Piloten hatten. Die saßen damals aber noch im selben Flugzeug. Ihr saßt jetzt nur im gleichen Flugzeug. Also ihr seid ja beide mit einer K6 geflogen, aber eben nicht im selben Flugzeug. Aber ihr habt es ja zusammen gemacht und deswegen war für uns natürlich klar, das ist der Flug des Monats als Teamflug mit dieser ganzen Geschichte. Einen schönen Gruß auch von Brigitte Kabler soll ich ausrichten, die ja bekannterweise immer die Sieger mit einem Segelflugmagazin Jahresabo sponsert. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, wie fangen wir denn an? Also, was ich faszinierend finde, ich meine, es ist auch ein Novum das erste Mal, dass wir so, ja, ich hätte jetzt alte Flugzeuge gesagt, das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal Oldtimer nennen, ne? Wo das Flugzeug sogar noch älter ist als die Piloten, beziehungsweise Olli, weiß ich gar nicht, bei dir? Ja, doch, die ist Baujahr 57. Also, Ich bin etwas jünger. dann ist das Flugzeug ja doch 20 Jahre jünger als du. Ja, alles klar. Nein, also das ist, finde ich, faszinierend und gerade also für mich, der ja inzwischen mit so einem ganz großen Flieger fliegt, ist es ja immer wieder faszinierend, was man mit so betagten Flugzeugen auch noch machen kann. Und die gehen ja meiner Meinung nach immer so ein bisschen unter in diesen Wertungen. Ne? Und deswegen habe ich mal tatsächlich, weil mir der Olli hat, du hast mir das mal vor ein paar Jahren gezeigt, dass es eine Oldtimer-Wertung gibt, wo man eben diese, wie sagt man, eben diese etwas älteren Flugzeuge auch sehen kann. Und da sind also praktisch, das ist das Scoring mit diesen Oldtimern. Und ganz überraschend, wer steht ganz oben? Einer unserer Gäste heute, der Jan und auch Olli auf Platz 6 ist da mit dabei. Sehr spannend, auch Gerhard Sindermann ist mit diesen Flügen, die da an seinen ersten und zweiten Stellen sind, waren auch bei uns durchaus schon mal in der weiteren Auswahl zum Flug des Monats. Benni, ich weiß es gar nicht, war es im Juni oder der im Mai? Ja, ich glaube, es war Juni und da gab es dann aber eben noch den mit großem Abstand auf Platz 1 gewählten Flug der beiden aus Pirna, die in Polen geflogen sind. Genau, so hatte ich das auch in Erinnerung. Man muss ja jetzt sagen, wir haben jetzt zum zweiten Mal hintereinander tatsächlich die Nummer 1 auch ausgewählt. Und das ist für mich auch so ein bisschen Zeichen, dass sich dieses Like-System langsam so ein bisschen durchsetzt, weil am Anfang war da doch noch, naja, glaube ich, das waren gar nicht so viele, die da mitgemacht haben. Und da haben wir uns die Flüge ausgesucht. Und jetzt ist es doch ein bisschen anders. Und weil ich da so ein bisschen rumprobiert habe und wir heute ja über K6 fliegen, habe ich auch mal die K6-Flüge mir angeschaut. Auch hier faszinierend. Hättet ihr, oder ihr, du, ihr jetzt, ihr beiden, wusstet ihr, dass man mit der K6 schon mal 1000 Kilometer geflogen ist? Nee. Ah, okay, der eine sagt ja, der andere sagt nein. Was ist das? Ja, also ist es ja wirklich, also mit der K6 1000 Kilometer fliegen. Ja, bist du deppert, ey. Ist ja auch schon ein bisschen her, jetzt wenn man mal anschaut, wo er da lang geflogen ist. Ja, es waren in den Appalachen im Hangflug. Auch dieser zweite, der knappe 2000 ist ein bisschen südlicher in den Appalachen. Ja, und dann kommt schon der Jan. Du hast ja schon mal so einen ähnlichen Flug, über den wir jetzt gerade reden, gemacht vor ein paar Jahren. Der Edi auch damals im Föhn. Und dann hier auch nochmal einer in den Appalachen. Und hier kommt dann einer im Südföhn. Also man merkt schon, es sind meistens die Hangflüge, die mit der K6 da gute Punkte geben. Und hier kommt dann mal einer, der ist im Flachen geflogen, aber auch, ey, Alter, 670 Kilometer thermisch mit der K6. Also da kann man nur sagen, Hut ab. Gut, aber das war jetzt bloß so das Ding nebenbei, weil, also ich finde, der Faktor, glaube ich, reißt es nicht raus, oder? Um mit den neumodischen Fliegern mithalten zu können. Oder wie seht ihr das? Ja und nein. Also es ist natürlich klar, dass der Index immer nur bei
genau einer Wetterlage gerecht sein kann. Also der Index bildet ja im Grunde die, wenn ich das richtig verstehe, die Schnittgeschwindigkeit in einem bestimmten Modellwetter ab. Wenn ich jetzt genau das Modellwetter hätte, dann müsste der Index gerecht sein. Dann müssten also zwei Piloten, die beide keine Fehler machen, exakt gleich viele Punkte fliegen, weil in diesem dem Modellwetter entsprechenden Idealwetter tatsächlich die Schnittgeschwindigkeiten dem Index entsprechen. Dieses ideale Modellwetter haben wir nie. Insofern wird der Index nie gerecht sein. Aber es kommt insbesondere in den Alpen ein Effekt dazu, der eher uns kleine Flieger mit den kleinen Indizes berücksichtigt. Ich brauche absolut gesehen einen kleineren Wetterraum. Und das empfinde ich eher als einen Vorteil. Das ist im Thermikfliegen ein Vorteil. Wenn wir zum Beispiel an ein großes FAI-Dreieck denken, ich habe das Problem nicht mit der K6, ob die Karawanken gehen oder nicht, weil die brauche ich nicht. Ich habe auch das Problem nicht, ob ich westlich vom Engadin eine Wettergrenze sehe oder an eine Wettergrenze stoße, weil da muss ich nicht hin. Ich habe sogar, also bei einem thermischen FAI-Dreieck hätte ich noch nicht mal das Problem, ob der Finchgau geht oder nicht, ob der Finchgau Südluft gesaugt hat oder nicht, weil den brauche ich nicht. Also der Wetterraum, den ich brauche für, was weiß ich, 1000 Punkte, der ist absolut gesehen deutlich kleiner und damit ist die Chance deutlich größer, dass ich da drin homogenes Wetter habe. Und ich glaube, der Effekt ist beim Föhnfliegen noch stärker relevant, weil wir beim Föhn ja ganz häufig das Problem eines eingeschränkten Wetterraumes haben. Im Osten ist noch nicht genug Wind, im Westen kommt irgendwo die Front, das ist mal das eine Problem. Und dann kommt beim Föhn ja noch hinzu die geografischen Probleme. Also zum Beispiel, Riesenthema für uns kleine Flieger, direkt hier vor der Haustür vom Kaiser, wunderbarer Hangwindhang zum Rofan, wunderbarer Hangwindhang, ist eine Lücke von 40 Kilometern. Die ist mit der Kunststoffflugklasse schon ein Problem. Mit dem Holzflieger wäre die noch größeres Problem, aber die brauche ich nicht. Da muss ich gar nicht hin. Insofern sehe ich das eher als einen Effekt, der uns kleine Indizes ja nicht bevorteiligt, aber der uns eher in die Karten spielt. Ja. Also das glaube ich auch. Ich habe ja schon immer gesagt, ich glaube, es ist einfacher mit einem Clubklasse-Flieger, wobei ich jetzt da eher so an diese ASW-19 LS4 denke. Ja. 900 Kilometer in den alten FAI zu fliegen als 1100 mit dem offenen Flieger, weil da nur diese Grenzen reinkommen. Aber was natürlich, ich weiß es ja nicht, weil ich ja nun schon lange, lange nicht bei K6 geflogen bin, das große Problem sehe mit einem großen Flieger, da ist es halt wurscht, wenn mein Bart nicht geht, den lasse ich stehen, dann nehme ich den nächsten und wenn es sein muss, auch den übernächsten und mit der LS4 muss ich spätestens den übernächsten kurbeln. Aber mit der K6, dann musst du den nächsten kurbeln. Und das ist vollkommen wurscht, ob der da 0,7 hat oder 2,5. Weil sonst kannst du halt das Tal nicht queren. Ich habe lange diese Ansicht vertreten. Und ich habe lange, ich war lange überzeugt, dass es so ist, bis wir unsere K6 bekommen haben. Die große Überraschung war, also nicht, dass sie jetzt besser gleitet als erwartet. Die gleitet halt ihre, wenn es gut geht, 1 zu 30. Und es passiert alles bei furchtbar langsamen Geschwindigkeiten. Aber die große Überraschung war die gute Planbarkeit und der geringe Würfelspielfaktor. Also ich habe eigentlich selten Situationen erlebt, bei denen ich Glück haben musste, auf der anderen Teilseite den Bart zu kriegen. Und ich glaube, das liegt an einem ganz banalen Grund. Also Karl Kreuth schreibt das ja in seinem Buch schon. Ne? Karl Kreuth schreibt, ja, mit dem Holzflieger ist es in den Alpen deutlich schwieriger als mit dem Plastikflieger, denn, so schreibt er, und das scheint auch auf den ersten Blick schlüssig, mit dem Holzflieger komme ich ja untergrad an und muss dort nicht nur, dass ich tiefer ankomme, sondern ich muss dort auch noch mit geringeren Steigwerten vorliegen. Völlig schlüssig. Nur dieser Fall tritt lustigerweise selten auf.
Warum tritt er selten auf? Das liegt an der absoluten Größe unserer typischen Talquerung. Wenn ich 40 Kilometer lange Gleitstrecken hätte im Blauen ohne Aufwind, dann wäre das ein großes Problem. Aber die haben wir selten. Ich habe tatsächlich nach der zweiten Saison mit der K6, habe ich das im Winter mal vermessen. Und die typische Talquerung bei uns ist 10 Kilometer. Eine 15 Kilometer Talquerung ist schon eine, die man als auffallend weit empfindet. So, und auf 10 Kilometer ist der absolute Unterschied zwischen Gleitzahl Kunststoff 1:40 und Gleitzahl Holz 1:25 einfach noch nicht so groß. Also die Spreizung zwischen diesen beiden Gleitpfaden ist noch nicht so groß. Das heißt, es kommt gar nicht so häufig vor, dass der Kunststoff schon über Grad ankommt und das Holz noch unter Grad ankommt. In den meisten Fällen kommen einfach beide über Grad. Und dann ist dieser prinzipielle Unterschied nicht so groß. Und dann muss ich auch nicht unbedingt den allerersten Bart nehmen. Und das ist eigentlich die große Überraschung von der K6-Pflegerei, diese relativ gute Planbarkeit. Also ich finde das Allerüberraschendste ja, weil wenn ich überlege, ich komme oft unter Grad an, vielleicht mache ich dann prinzipiell was falsch, dann brauche ich auch mal den K6. Du fliegst, ich meine, das muss man fairerweise sagen, du fliegst halt schon deutlich früher los. Also, das muss man vielleicht ein bisschen einklammern. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, gilt für den bei dem Thermiktag, für den voll entwickelten, homogenen, guten Teil des Tages. Und wie siehst du das? Du bist ja auch jemand, der zwischen Arcus, ASA 26 und K6 hin und her wechselt, also auch diesen direkten Vergleich eigentlich sehr gut ziehen kann. Ja, ich empfinde es ein bisschen anders als der Jan. Also manchmal tue ich mir schon schwer mit der K6. Man muss bewusst umstellen, dass man eben gedanklich nicht die Wolke, die jetzt 40 Kilometer entfernt ist, auch anfliegt, sondern sich da zwischendrin, wie du sagst, ja, da muss schon mal zwischendrin auch noch was kommen. Musst du dich andersrum auch umstellen, dass du sagst, oh, jetzt mit dem Arcus muss ich aber mal ein bisschen mehr Gas geben und nicht diese langsamen, die schwachen Werte annehmen? Oder ist das nur das Zurücknehmen mit der K6? Nee, geht in beide Richtungen. Wie ich als letztes geflogen habe. Okay. Also kann ich bestätigen. Ich fliege ja viel K21, was das ist ja so ein bisschen das Missing Link zwischen Holz und Kunststoff in vielerlei Hinsicht. Und wenn ich mal ein modernes Flugzeug habe, dann muss ich mich ganz schön umstellen und nicht muss ich schon mich wieder zwingen, Gas zu geben. Ich glaube, das, was ich gesagt habe, gilt auch sicher im Gebirge. Im Flachland geht es mir mit dem Olli. Im Flachland muss ich aufpassen mit der K6, dass ich nicht zu weite Gleitsprünge annehme. Aber im Flachland gibt es halt auch diese weiten Gleitstrecken. Die haben wir im Gebirge nicht. Insofern der Unterschied zwischen dem Holz und dem Kunststoff, den empfinde ich im Flachland als wesentlich größer. In den Bergen ist das nicht so gravierend. Also, ja. Konträr zu dem, was Karl Kreuter findet. Erkenntnis, weil ich hätte es gerne andersrum gedacht. Aber sehr schön, wahrscheinlich steigen gerade die Verkaufspreise der K6 auf segelflug.de, sind sprunghaft in die Höhe gegangen. Und ich weiß ja nicht, vielleicht gerade verkauft und macht ja eine Verkaufsveranstaltung. Nein, Spaß beiseite. Wollen wir mal zu eurem Flug gehen? Um das geht es ja eigentlich. Und ich glaube, als Einstieg sollten wir uns mal das Wetter anschauen, weil wenn man sich an die normale, warte mal, ich kann mal kurz, weil ich habe ja mal die Top-Task-Vorhersage mir angeschaut für diesen Tag. Und wenn man die anschaut, ich glaube, da würde ja keiner so richtig drauf kommen, dass man da tolle Flüge machen kann. Das war ja eigentlich so ein Tag, wo man dachte, ne, heute fliegt man gar nicht. Ne? Und jetzt hier, also das ist jetzt der rote, ist Königsdorf, das heißt, ihr liegt hier und das sah ja nicht so wirklich aus, dass man da toll fliegen kann. Wenn man hier so ein bisschen weiter da Richtung Zell am See, dieses Gebiet und Niederöbland schaut, dann kann man schon erkennen, dass da diese Windpfeile da sind, was euch ja auch gerettet hat oder nicht gerettet, sondern was diesen Tag ausgemacht hat. Deswegen mal die Frage, wie habt ihr euch denn wettertechnisch darauf vorbereitet oder warum wusstet ihr, dass dieser Tag so gut wird? Ja, ich durfte das beobachten, wie Jan
beim Briefing einen Tag zuvor, ne? Wir waren ja auf dem K6-Treffen in Unterwössen. Jan macht da immer ein sehr, sehr schönes Wetterbriefing morgens. Und wir waren nach einem ausführlichen Briefing eigentlich schon fertig. Dann fragte noch einer, wie sind denn die Aussichten für morgen? Ich meine, so war es, Jan, oder? Und ja. Da bist du dann darauf gestoßen. Erstmal haben wir gesagt, naja, wird auch nicht so toll. Nach der Karte, die jetzt Matthias auch gerade vorgestellt hat. Und plötzlich sagt Jan, oh, da stimmt ja eigentlich alles mit Windrichtung und Geschwindigkeit. Das könnte ein sehr, sehr schöner Hangflugtag werden. Also da durfte ich Zeuge sein, wie Jan auf die Idee gekommen ist. Und ganz schnell war dann auch der Plan für den nächsten Tag gefasst. Ja, also die Vorgeschichte, die ist tatsächlich schön. Also ja, wie Olli ja schon gesagt hat, es war K6-Treffen in der Woche. Ich glaube, 14 K6en da und noch ein Spatz, so eine B4 und so. Und in dem Briefing hat uns tatsächlich einer der Teilnehmer, der Christoph, auf die Idee gebracht, wie man den Tag nutzen kann. Wir hatten erstmal nur die Karte gesehen, wie du sie gerade gezeigt hast, sind dann, wie Olli erzählt hat, drauf gekommen, dass ja Wind eine Rolle spielt. Matthias, kannst du vielleicht nochmal zeigen und von Thermik umschalten auf Wind? Moment. Na, dann sieht das schon gleich wesentlich erfreulicher aus. Und da zeigt die Erfahrung eigentlich, wenn das orange ist, also wenn die Hangwindprognose über 1000 Kilometer ist, das ist recht verlässlich. Aber jetzt müssen wir das Ganze mal hier, warte mal, um es fairerweise zu sagen, jetzt werden wir es mal auf K6 umstellen, weil es war ja jetzt hier aufwendig klasse. Aber sticht auch noch raus, ne, mit den 890 da. Jetzt die Frage, wieso steht da 890 und ihr seid nur 670 geflogen? Da siehst du mal. Das große Problem, wenn du mal in das 890er Gebiet reinklickst, waren die prognostizierten Gewitter. Und das zweite Problem war, dass von Westen klar war, es würde die Front kommen. Und oder wenn du einmal ein Gebiet weiter links gehst, da wo jetzt 0 ist, da im oberen Inntal. Ja, genau. Ja, da sieht man jetzt schon, dass ab 11 Uhr UTC schon Gewitter, 12 Uhr UTC sogar schwere Gewitter, dieses Symbol mit den zwei Dreiecken da unten rechts. Also da war klar, es kommt von Westen die Front. Und deswegen haben wir schon im Briefing am Vortag gesagt, wenn wir fliegen, wird es eine Mission ohne Wiederkehr. Also wir können fliegen, wir können nach Osten fliegen, wir können aber auf keinen Fall zu Hause landen, weil kurz nach unserem Start die Front zu Hause in Unterwössens endet. Aber ich glaube, das ist der Punkt, wo man mal grundsätzlich diese Wetterlage erklären muss, Föhn, weil wir haben ja viele Leute, denen das gar nicht so wirklich klar ist, wie es abläuft. Und vielleicht hast du mal so Wetterkarten von dem 8.7., damit man mal das Prinzip, wann wir im Föhn fliegen, überhaupt erklären. Wir haben ja noch keine Late-Night-Soaring-Geschichte mit Föhn bisher gemacht. Was ja für den Herbst mal geplant ist. Fangen wir vielleicht wirklich mit der, ja, fangen wir vielleicht wirklich mit dem Satellitenbild an. Da ist das Satellitenbild von dem Tag. Das ist das Satellitenbild von dem Tag, 12 Uhr Lokalzeit, 10 Uhr UTC. Und ja, man sieht mal ganz auffallend zwei Dinge. Im Osten keine Wolken über Osteuropa, im Westen viele Wolken. Also im Osten, wo keine Wolken sind, ist ein Hochdruckgebiet. Das dreht bekanntlich im Uhrzeigersinn, rechts rum. Seht ihr meine Maus? Ja. Also wir haben das eine Zahnrad hier im Osten, was rechts rum dreht. Und im Westen, wo die vielen Wolken sind, das ist ein Tiefdruckgebiet. Das dreht gegen den Uhrzeigersinn links rum. Das ist das zweite Zahnrad. So, und zwischen diesen beiden Zahnrädern bekommen wir jetzt also eine Südströmung. Rechtsrum drehendes Zahnrad im Osten, linksrum drehendes Zahnrad im Westen und dazwischen Südströmung. Das wäre überall auf der Welt so. So, jetzt kommt aber der Trick. Wenn ich dieser Südströmung jetzt die Alpen in den Weg stelle, dann hat man normalerweise auf der Südseite der Alpen
Stau, die Feuchtigkeit staut sich, regnet vielleicht sogar dort ab. Man kann es hier ansatzweise erkennen, da wo ich jetzt meine Maus habe, hier in Österreich entlang der Hohen Tauern. Hier ist so ein von West nach Ost verlaufender Strich. Das ist leichter Stau auf der Südseite des Alpenhauptkamms. Meine Maus fährt jetzt den Alpenhauptkamm ab. So. Auf der Nordseite des Hauptkamms würde ich normalerweise erwarten bei einer Föhnlage absinken, Wolkenauflösung, blauer Himmel, die sogenannte Föhnlücke, ganz in ganz kleinen Ansätzen hier erkennbar. So, das Ungewöhnliche an diesem Tag war jetzt, dass die Front schon sehr, sehr weit, also die zu dem Tief im Westen gehörende Front, schon sehr weit nach Osten fortgeschritten war. Man sieht die Front hier unten über Mittelmeer, über Mittelitalien, mit Schauern, mit Gewittern. Und die war schon sehr, sehr weit nach Westen vorgedrungen. Das ist jetzt, wie gesagt, mittags um 12 und die ist an Salzburg eigentlich schon vorbei. Wann seid ihr deswegen nicht? Haben wir hier nördlich der Alpen auch schon Bewölkung. Ja. Das ist also nicht Bewölkung, die von Süden über die Alpen gekommen ist, sondern das ist von Westen hier reingelaufen. Wann seid ihr gestartet, Jan? Ich glaube nach 10, ne, Olli? 20 nach 10, halb 11. Lass mal nachschauen. 10 Uhr ungefähr wollten wir starten. Es ist dann ein bisschen später geworden. Ja, genau, der Johannes. Also wir hätten starten können um 9 und haben uns aber nicht getraut, weil der Wind noch so schwach aussah. Wahrscheinlich wäre es gegangen, aber es war nur ein Flugzeug am Fliegen, der Hermann Eingang. Der war zu dem Zeitpunkt irgendwo bei Niederöplan. Nicht hoch, nicht schnell. Und da hat man noch ein bisschen Angst, dass der Wind noch gar nicht so stark ist. Dann haben wir dann noch mal um eine Stunde verschoben von 9 Uhr auf 10 Uhr. Und ich meine, der Johannes Bayer ist als erster gestartet mit der LS8, der ist um 10 gestartet. Oder kurz nach 10. Also Segelflug Anfang 8.42 Z, also ja, genau. Viertel vor 11. Das ist ein relativ schmales Windfeld, was zu nützen war. Ja, ja. Und um nochmal zur Vorgeschichte zurückzukommen, das große Problem bei dieser Wetterlage ist die Nähe dieser Front. Das hat zwar einerseits den Vorteil, je näher man an der Front ist, desto stärker wird dieser Südwind oder Südwestwind unmittelbar vor der Front. Aber die Front selber, die macht zweierlei unschöne Dinge. Zum einen Niederschläge, in dem Fall sogar Gewitter. Und zum anderen haben wir ja immer vor einer Kaltfront Südwestwind und hinter einer Kaltfront West- oder sogar Nordwestwind. Das heißt, in dem Moment, wo die Front durch ist, bricht auch der Föhneffekt zusammen. Und in dem Moment, wo die Front durch ist, bricht auch der Südwind zusammen, den wir an den Südhängen brauchen. Und deswegen war doppelt klar, wir würden nicht zu Hause landen können. Also zum einen wegen der Gewitter, aber zum anderen auch wegen des dort zusammenbrechenden Südwindes. Und da hat uns eben im Briefing einer der Teilnehmer draufgebracht, wie man das lösen kann. Ich war gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe nur auf Basis von den Top-Termen konnten wir sehen, ja, wir können starten. Ja, wir können im Osten schön anfliegen, aber wir kommen halt nicht mehr nach Hause zurück. Ja, Und dann sagte einer der Teilnehmer in dem Briefing, der Christoph, dann könnt ihr ja die Anhänger gleich ins Ennstal vorausfahren lassen. Ich glaube, der meinte das nicht so furchtbar ernst. Aber in dem Moment habe ich gesagt, ja klar, das ist die Lösung. Die Anhänger ins Ennstal. Weil dann haben wir kein Problem. Dann können wir dort nicht nur auf dem Flugplatz landen, sondern wir können dort überall landen. Und wir müssen uns nicht vor der heranrückenden Front fürchten, weil die Anhänger sind schon da und können reagieren und sind spätestens nach einer halben Stunde am Landeort. Anders als wenn sie zu Hause warten würden, dann würden sie 2 bis 3 Stunden brauchen. Ja, und das war dann eigentlich das Konzept für den Flug. Nach Osten im Hangwind fliegen, dort Ritscheratsche hin und her und die Anhänger schon mal vorausschicken, damit die dort im Osten warten. Und insofern war der Flug jetzt nicht nur ein Teamflug zwischen Olli und mir, sondern das war eine richtig schöne Teamleistung. Es haben sich sofort an dem Vortag, in dem Briefing, haben sich sofort 4 Leute gefunden, die gesagt haben, geile Aktion, ich fahre. Ja, ich fahre auch. Ja, ich würde auch fahren. Ja, ich auch. Dann hatten wir sofort 4 Leute, die sich bereit erklärt haben zu fahren. Und ohne die 4 Leute wäre es nicht gegangen. Also danke an Medi, Gerhard, Udo und Christoph. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre es nicht gegangen. Ja, ich meine, das finde ich ist ja auch so eine ganz tolle Geschichte dieses Fluges, dass also die Rückholer eigentlich schon am Flugplatz waren, als ihr da gelandet seid. Ja, ja.
Gut, sehr schön. Hast du vielleicht noch eine Wetterkarte, damit man sich das nochmal so erkennen kann, wie hoch, tief und so das steht? Die Bodenanalyse von dem Tag, die sah so aus. Und das ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass die Bodenanalyse nicht so furchtbar viel hergibt. Die Zoomstufe bringt es nicht, so ist besser. Also wir sehen im Osten das Hoch. Das antreibende Tief im Westen ist quasi nicht zu erkennen. Aber was man sehr schön sieht, ist die Front. Ja, das ist jetzt die Bodenanalyse für 12 Uhr UTC, also nachmittags um 2. Und die Front ist hier schon im Baltikum, diagonal über Polen und ja, hier dann so ein bisschen undefiniert. Interessanter und relevanter für die Art Fliegerei ist natürlich die Windkarte, weil was uns an der Wetterlage interessiert, ist ja der Südwind, der schön auf die Südhänge bläst. Und da gibt es bei Top Meteo eine ziemlich geniale Karte, nämlich eine Höhe, die sonst ein bisschen unüblich ist. Flugfläche 8,5, also ungefähr 2500, 2600 Meter, sowas sind das, ne? Und das ist eigentlich das Spannende. Auch 10 Uhr UTC, 12 Uhr mittags. Und hier ist sehr, sehr schön zu sehen. Zur Orientierung kurz: Wir sind hier am unteren Bildrand. Hier ist München, direkt südlich von München Innsbruck. Unser Startort ist hier, wo jetzt die Maus ist. Seht ihr meine Maus? Ja, da ist der Chiemsee. Und die Rennstrecke, auf der wir fliegen wollen, ist hier nach Osten an Niederöpplan vorbei. In Niederöpplan haben dann unsere Rückholer gewartet und weiter nach Osten. Ja, bis kurz vor Wien ist übertrieben, bis zur Rax sind wir geflogen und dann wieder zurück. Also das ist hier der Bereich, in dem wir geflogen sind, da wo das gute Windfeld ist. Und man sieht sehr schön im Westen, mittags um 12, knapp westlich von Innsbruck, die Front. Und vorhin im Satellitenbild haben wir gesehen, dass entlang der Front die Gewitter standen. Und hier sieht man jetzt, dass mit der Front sofort der Wind zusammenbricht. Ja? Also wir haben hier innerhalb von wenigen Kilometern ist das von 20 Knoten, ist hier diese grüne Farbe, auf quasi null Wind bricht das ein. Und ja, das war also das. Das macht es doppelt unmöglich, zurückzukommen. Zum einen, weil es da regnet, zum anderen aber auch, weil einfach kein Wind mehr ist. Ja, so viel zu der Vorgeschichte. Dann erzählt doch mal von dem Flug. War denn dann auch alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder gab es Imponderabilien? Fand eigentlich schon, dass es ziemlich so war, wie gedacht. Olli, wie fandst du? Ja, ich habe der Sache anfangs nicht so getraut. Na, nach dem Ausklinken bin ich erstmal sehr, sehr vorsichtig vor den Loverern entlang geflogen, habe Höhe getankt, den letzten halben Meter ausgequetscht, um einfach mal zu sehen, ob das überhaupt funktionieren könnte an dem Tag. Mit dem Wissen von ein paar Stunden später wäre ich da ganz anders losgeblättert. Also das war schon ein langsames Herantasten an die Wettersituation. Da warst du, glaube ich, überzeugter, Jan, dass das funktionieren würde. Und bist auch Also, entsprechend losgeschossen und ich warst war dann gut wieder insofern, einzuholen, die ersten paar Stunden. also was vielleicht am Anfang schwer einschätzbar war, war die tiefe Bewölkung. Dazu muss man ein bisschen was erklären. Also bei diesen Föhnlagen, bei denen hatten wir jetzt schon gesagt, wir haben, wenn hier Norden ist, und da Süden. Dann haben wir hier irgendwo die Berge. Das soll jetzt der Alpenhauptkamm sein. So. Und in der Höhe bläst von Süd nach Nord der
Südwind über den Alpenhauptkamm. Das war nicht der Fall, den ich wollte. Oder meistens ist es nicht exakter Südwind, meistens ist es Süd-Südwest oder sogar Südwest. Das ist also der warme Föhnwind, der in der Höhe von Süd nach Nord über den Alpenhauptkamm bläst. So, jetzt haben wir aber eine Wetterlage, bei der im Westen die Front steht. Ich male jetzt hier mal, das soll die Kaltfront sein. Kaltfronten malt man ja immer mit so Dreiecken vorne. Das soll also die Kaltfront sein, die irgendwo im Westen steht. In dieser Kaltfront haben wir Niederschläge, Gewitter sogar. Also da regnet es bereits. Ne? Das sind ja alles große Wolken, große CBs. So. Und in der Kaltfront regnet es. So, und jetzt passiert was ganz Interessantes. Dieser Regen kühlt die Luft ab, durch die er hindurchfällt. Das heißt, die Kaltfront, die kippt uns nicht nur viel Regen auf den Boden, sondern die kippt uns auch viel, viel kalte Luft auf den Boden. So, und diese kalte Luft, die hier runtergekippt wird, die kann ja nirgendwo hin. Nach hinten kann sie nicht, da kommt noch mehr kalte Luft, da kommt die Kaltfront. Also eilt diese kalte Luft am Boden entlang, von West nach Ost vor. In den Bergen kann sie das nicht, weil in den Bergen stehen Berge im Weg. Aber im Norden, im Flachland, kann diese Kaltluft sehr, sehr weit der Front voraus eilen. Wir kriegen also im Norden, im Flachland, oben den warmen Südwestwind, den Föhn, vor der Front, in der Höhe. Unten drunter aber, bodennah, diese vorauseilende Kaltluft vor der Front. So. Die flutet jetzt also von West nach Ost das Alpenvorland, das Flachland. Und die wird jetzt, wenn sie da von West nach Ost fortschreitet, der Alpenrand ist ja keine geschlossene Mauer, sondern da haben wir ja immer wieder Taleingänge. Und diese Kaltluft, die wird jetzt ein Tal nach dem anderen vom Flachland aus in die Berge hineinfluten. Dieses Tal hier wird geflutet von Norden her. Dieses Tal hier wird geflutet von Norden her. Dieses Tal hier wird geflutet von Norden her. Diese Kaltluft folgt dann dem Talverlauf und von West nach Ost fortschreiten, während die Täler mit Kaltluft folgen. Trotzdem haben wir oben drüber den Südwesten. Also wir haben unten vom Flachland in die Berge talaufwärts fließende Kaltluft, typischerweise also von Nord nach Süd, weil bei uns eben das Flachland im Norden ist. Unabhängig davon haben wir oben drüber den Südwestwind. Und die beiden Strömungen, die können sich nicht vermischen, weil unten ist die blaue Kaltluft eh schon schwerer, oben drüber ist der warme Südwestwind eh schon leichter. Für die Praxis ein bisschen blöd, diese Kaltluft, die ist ja auch ziemlich feucht. Die macht schon mal ganz gerne bei solchen Wetterlagen tiefe Stratusbewölkung in den Tälern. Wie male ich jetzt Stratusbewölkung? Da male ich jetzt einfach so blaue Striche. So. Also die Täler, die werden nicht nur mit Kaltluft geflutet, sondern wenn wir Pech haben, werden die auch mit so einer Art Hochnebel geflutet. Und das war, Matthias, weil du vorhin nach den Unwägbarkeiten dieser Wetterlage gefragt hast. Also eigentlich ist es alles so gelaufen wie gedacht. Auch diese Kaltluft, die die Täler flutet und die dann zu diesem Nebel in den Tälern führt oder Hochnebel in den Tälern führt, auch die kam wie gedacht. Aber das ist natürlich schon eine gewisse Unwägbarkeit. Bin ich rechtzeitig in der Luft, bevor mir diese Kaltluft die Täler flutet? Und dazu können wir mal ein Foto angucken. Ja, das ist doch ein schönes Bild. Ja, so schaut ein typisches 700 Kilometer Wetter mit einer K6 aus. Deshalb hatte ich auch so meine Zweifel, ob das was wird an dem Tag. Erklär mal ganz kurz für diejenigen, die sich nicht auskennen, wo ist jetzt
Was und wo schleppt? Das ist der Schlepp aus Unterwössen raus, Kurs nach Süden. Und das müsste eigentlich, sieht man da meine Maus aus? Ja. Müsste eigentlich der Durchstoß von der Tiroler Ache sein, ne? Richtung. Ja, genau. Ja, stimmt, ne? Da konnte man sehr schön rausschleppen. Da war noch eine Lücke. Und dahinter war es dann total frei von Wolken. Und da stand dann auch eben auf die Lofrauer schon schön der Wind drauf. Aber der Abflug hier, spektakulär, hätte man nie gedacht, dass es 20 Kilometer weiter im Süden oder 10 Kilometer auch schon weiter im Süden schön sein würde. Also dazu noch eine Frage. Ihr habt da drüber geschleppt und nicht drunter, auch von dem Bild vom Olli gerade eben noch, oder? Also da gibt's grundsätzlich mal zwei Möglichkeiten. Man kann drunter bleiben, bis man dann weit genug unter der tiefen Bewölkung nach Süden geschleppt hat und unter der Kante, unter der Südkante dieser tiefen Bewölkung ins Freie kommt und dann dort steigen. Das ist sicherlich der besser planbare Weg. Das habe ich zum Beispiel so gemacht damals bei dem Flug, den Matthias vorhin gezeigt hat, mit den 800 Kilometern. Das waren ein bisschen vergleichbare Wetterlagen. An dem Tag, den wir jetzt heute besprechen, an dem 8. Juli, da gab es Löcher in dieser Hochnebeldecke, durch die man hochsteigen konnte. Also mein Schlepppilot, der Moritz, hat unmittelbar neben unserem Flugplatz ein Loch gefunden, ist mit zwei Kreisen da durchgestiegen. Das Bild jetzt ist beim Durchsteigen durchs Loch. Also wir kreisen da in dem Loch hoch. Man sieht, wir sind jetzt schon aus dieser 8/8 oder fast 8/8 dunklen Suppe raus. Ist schon Sonne auf dem Schleppflieger. Und das sieht dann natürlich spektakulär aus, wenn man dann da oben rauskommt. Jetzt sind wir durchs Loch durch und wir schleppen jetzt on top über diese Wolkendecke nach Süden. Direkt vorm Schlepper im Süden sind die Loferer Steinberge zu sehen. Das ist der Hang, an den wir hinwollen. Ja. Also wir schleppen jetzt von Nord nach Süd an den Hang hin. Wir müssen natürlich um die Ecke rum auf die Südseite von dem Hang. Das sieht jetzt furchtbar spektakulär aus. Man muss bei dem Bild eines bedenken. Diese Wolkendecke hat immer wieder Löcher. Man hätte immer wieder durch Löcher durchsinken können. Nur, wenn man so knapp über der Wolkendecke ist und so flach darüber fotografiert, sieht man natürlich die Löcher nicht. Also es sieht spektakulärer aus, als es ist. Und was man auch noch bedenken muss, oder was man jetzt schön sieht, wie scharf diese beiden Strömungen getrennt sind. Also unter der Wolkendecke und auf Höhe dieser Wolken selber fließt die Kaltluft vom Flachland in die Berge rein, also von Nord nach Süd. Und darüber bläst uns der warme Südwind von Süd nach Nord ins Gesicht. Also wir sind jetzt schon gerade schon im Gegenwind. Wir sind jetzt gerade durch die Trennfläche zwischen diesen beiden Strömungen durchgestiegen. Das heißt aber auch, im Hangwind geht nur der Teil der Berge, der da oben rausguckt. Noch ein Blick zur Seite. Das ist nochmal ein Blick nach vorne zu den Loferer Steinbergen. Alles, was unten in dieser Kaltluftsuppe steckt, geht nicht im Hang. Ich glaube, das war es schon mit diesen Bildern. Ja, was man auch sehr schön sieht an diesem letzten Bild, vorne diese Kante, ne? Da sieht man ja, dann ist plötzlich alles frei. Ja, da ist alles frei. Das kann man, glaube ich, auf dem übernächsten Bild nochmal schön sehen. Hier ist nochmal ein Bild zur Seite raus. Die Insel, die da so einsam rausguckt aus dem Wolkenmeer, das ist der Wilde Kaiser. Die kleine Insel rechts davon ist der zahme Kaiser. Wenn ihr zum Kaiser geschleppt habt, ne? Ja, genau. Also Kaiser wäre nicht gegangen. Das haben wir uns vorher auf Webcams angeschaut. Das wäre nicht gegangen. Aber was man hier sieht, wir sind jetzt hier an den Loferer Steinbergen. Ich bin jetzt schon nicht mehr im Schlepp. Ich bin jetzt schon im Segelflug. Hier unten diese Felsnase hier vorne, das ist das westliche Ende der Loferer. Und hier sieht man schon, dass es ganz schöne Lücken gibt. Also wäre jetzt kein Problem gewesen, da auch in die Täler abzusteigen. Und weiter im Osten war es dann völlig frei. Also das ist der Dachstein einfach. Aber da hat Olli die schönen Bilder. Ja, ich habe gerade geschaut. Meine nächsten Bilder sind dann tatsächlich erst auf dem ersten Ridge nach den Eisenerzern. So, das ist jetzt schon eine ganz andere Wetterlage, ne? Ich weiß jetzt wirklich nicht so ganz genau, wo es ist.
Man müsste vielleicht. Es ist der Anflug auf die Haller Mauern. Wir sind da genau über dem Pirmpass. Blickt so nach Ost-Nordost. Ja. Und die genau. Bergkette im Hintergrund sind die Haller Mauern. Die Haller Mauern. Das musste mir der Jan auch erst erklären, was die Haller Mauern sind. Aber die gingen wunderbar. Da hätte ich auch ein wirklich sehr schönes Video. Die Haller Mauer. Vielleicht. Aber was man auch da sehr schön gesehen hat, das ist ja so ein Mittelding zwischen Thermik und Windwar, weil man hat ja sehr schön die Cumulusbewölkung dann auch weiter im Osten noch gesehen. Und das ist ja, glaube ich, das, was das Rezept oder das Geheimnis für die richtig guten Tage ist, wenn sich eben Thermik und Föhn auch überlappt. Im Idealfall so, dass der Wind dominiert. Das hat man jetzt an dem Video auch ganz schön gesehen. Es wäre Thermik da, aber nach Möglichkeit fliegt man im Hang. Nach Möglichkeit bleibt man unten an den Kanten und fliegt im Hang geradeaus. Aber die Thermik verstärkt den Hang natürlich. Und die Thermik steht zur Verfügung, erstens mal, wenn ich eine große Lücke im Hang habe, dann kann ich thermisch steigen und die überbrücken, mega wichtig für die K6en. Und die Thermik steht zur Verfügung als Reparaturwerkzeug. Wenn ich am Hang es übertrieben habe, wenn ich zu tief runtergeflogen bin und ich falle aus dem starken Windfeld nach unten raus, dann kann ich von unten mit der Thermik gehen. Ja, und ich habe auch immer den Eindruck, dass die Thermik den Hangaufwind einfach homogenisiert. Ja, also, homogenisiert finde ich insofern schwierig, weil sie strukturiert ihn ja schon dreidimensionaler. Also Hangaufwind ohne Thermik würde ich ja vielleicht ein gleichmäßiger, durchgehenderes Steigen entlang des Hangs. Also, ich empfinde es ehrlich gesagt ganz anders, gerade bei den blockförmigen Bergen, die wir in den Ostalpen haben, also Kaiser, Steinberge und so weiter, weil wenn keine Thermik ist, neigt der Wind sehr, sehr oft dazu, fast ausschließlich seitlich um diese Blöcke außen rum zu fliegen. Und nur in der Mitte an einem Punkt, nämlich am Staupunkt, ein kleines bisschen Hangaufwind zu erzeugen. Ja. Während bei Thermik es so ist, dass von vorne bis hinten der Hang meistens doch, dann natürlich punktuell auch wieder, aber an vielen Punkten eben gut geht. Aber da wäre jetzt meine Modellvorstellung, das nicht, ist jetzt spitzfindig, aber vielleicht auch nicht ganz egal. Meine Modellvorstellung wäre, dass nicht die Thermik als solche den Hang homogenisiert, sondern die Labilität. Ja, absolut. Homogenisiert den Hang. Und dieselbe Labilität erlaubt natürlich dann auch die Entstehung die von Thermik. Thermik zu, ja, während genau. Stabilität führt ganz ausgeprägt zu diesem seitlichen Umströmen der Hänge. Ja, genau. Also der Blöcke. Mhm. Ja. Genau. Übrigens ist uns kurz nach diesem schönen Video, ist mir der eine riesengroße taktische Patzer passiert. Wir haben jetzt in dem Video an der Wetteroptik schön gesehen, es war Thermik da, es war offenbar eine labile Luftmasse. Dass da nicht zu wenig Labilität war, das wussten wir. Wir hatten die Gewitter im Nacken sitzen. Wir konnten kurz nach dem Ausklinken den ersten Schauer über den Hauptkamm rüberhüpfen sehen im Pinzgau. Und trotzdem habe ich kurz nachdem dieses Video entstanden ist, versucht, eine Welle zu finden am großen Buchstein, bekannter Standardwelleneinstiegspunkt. Und weil es ein Standardpunkt ist und weil man das immer so macht und weil man da immer hinfliegt, um die Welle zu nehmen, habe ich den Olli da ins Verderben gelockt und gesagt, so, jetzt kriegen wir einen großen Buchstein und nehmen uns da die Welle, die da immer steht. Naja, die steht da immer, wenn es stabil genug ist. Aber das war ein hochlabiler Föhntag. Bei dieser Labilität, da gibt es keine Wellen. Das geht nicht.
Ja, dann haben wir uns da schön die Zähne ausgebissen. Auf der Suche nach der Welle, die es nicht gab. Und das mussten wir dann bitter büßen. Das mussten wir dann reparieren, tief an einem turbulenten, fiesen Hang, hinten im Gesäuse. Ja. Merke, wenn es so labil ist, such nicht nach der Welle. Es wird wahrscheinlich Zeitverschwendung sein. Aber ich finde, das Schöne am Südföhn ist ja, wenn man das System jetzt nicht durchschaut, ist es Wind, ist es Thermik, Welle lasse ich jetzt gerade mal außen vor, man fliegt einfach dem Hang entlang, weil die Welle, die Thermik und der Hangwind steht an der gleichen Seite. Im Gegensatz zum Nordföhn, wo das ja genau andersrum ist, da muss man sich entscheiden, fliege ich im Wind, dann fliege ich auf der Südseite des Tals, also auf den Nordhängen, oder fliege ich in der Thermik, nämlich auf der Nordseite des Tals, auf den Südhängen. Und gerade beim Nordföhn ist ja das Schwierige, da kommt das schöne Wetter, der Wind lässt nach und da den Zeitpunkt zu erwischen, wann switcht es, das ist wieder der Vorteil vom Südföhn, da ist ganz klar, das schlechte Wetter kommt und da ist Ende des Fliegens. Auf der Vorderseite fliege ich Thermik oder Föhn. Ich fand übrigens auch dieses heranrückende schlechte Wetter von Westen, das fand ich eigentlich die Sache an dem Flug, die mental belastend war. Der Flug war, es klingt immer so großkotzig, wenn man einen relativ großen Flug macht und dann sagt, der war nicht schwierig, aber es liegt ja ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn das sehr schwierig gewesen wäre, wäre es kein großer Flug geworden. Also es war eigentlich kein schwieriges Fliegen, weil die Hänge gingen wunderbar zuverlässig. Die Labilität, die die Thermik erlaubt hat, hat eben auch dazu geführt, dass die Hänge sehr schön unten rausgingen, dass sie sehr schön auf voller Breite gingen. Wir hatten eigentlich nie Probleme, oben zu bleiben. Wir hatten keine Tiefpunkte. Also insofern war es, wenn man sich das Programm anschaut, kein fliegerisch schwieriger Flug. Aber ich fand es mental ganz schön belastend, weil Gewitter, also hinter uns hatten wir die Front im Nacken. Schon vor der Front kamen einzelne Gewitter über den Hauptkamm gehüpft. Man wusste nie so ganz genau, ob vielleicht auch vor uns, östlich von uns, auch wieder Gewitter rüberkommen würden. Das fand ich schon stressig. Ich habe viel, viel Radar geguckt. Ihr seid ja dann diesen ersten Schenkel eben bis zur Rax, also bis zum östlichen Ende der Alpen ausgeflogen. Wie habt ihr denn dann die weiteren Wänden des Fluges gelegt? Könnt ihr mal vielleicht nochmal auf der Karte ein bisschen sehen? Und wie spontan waren die denn jeweils dann? Hier haben wir jetzt einmal die gesamten Flüge, hellblau ist der Olli, rot bin ich, aber man sieht, wir sind komplett zusammengeflogen. Man sieht auch schön das Konzept, ja, wir haben hier diese großen inneralpinen Längstäler in Ost-West-Richtung und nördlich davon diese Kalkblöcke und im Grunde geht es einfach immer nur an deren Südseiten entlang. So, und im Osten, im Grunde mussten wir nach Osten einfach so weit fliegen, wie es irgend ging, weil die eigentliche Front kam von Westen und es war dann nochmal ein sehr, sehr unangenehmer Schauer, der der Front vorauslief, der hier, also die Berge hören da hinten bei Wien so richtig auf, aber hier so etwa auf der Linie Zeltweg-Timmersdorf, da hören hier die Seckauer Alpen, sind das quasi so der östliche Schniepel der niederen Tauern, die hören ja hier auch schon ziemlich auf und man hat hier schon so ein ziemliches Einfallstor für Luft aus Süden. Das ist bei Thermiktagen manchmal ein bisschen ein Problem, dass hier eine andere Luftmasse hier von Süden, Südwesten hier reinkommt und an dem Tag war es eben so, dass hier östlich von Treben bei Timmersdorf schon ein großer Schauer rüberkam. Da hatten wir Glück, da waren wir gerade vorbei. Dann kam hinter uns wie so ein Riegel dieser Schauer von Süden und riegelte uns den Rückweg ab. Und damit war es schon klar, wir müssen so weit nach Osten fliegen wie irgend möglich, weil wenn wir zu früh umdrehen, dann stehen wir vor diesem Schauer an und müssen schlimmstenfalls parken. Ja. Also die Wende nach Osten, die war wirklich dadurch motiviert, dass in der Zeit, als wir hier von Timmersdorf bis zur Rax nach Osten flogen, hier etwa über Timmersdorf oder über das Gößeck dieser Schauer drüber zog. Und da hatten wir sehr, sehr großes Glück, als wir gewendet hatten und zurückkamen, da
zog der gerade ab. Wir haben die Hinterkante von dem Schauer noch gesehen, aber angeregnet hat uns nicht mehr. Das hat gerade so gepasst. Hast du da Fotos, Olli? Ich habe, ja. Kann ich gleich mal zeigen. An der Wende. Also da sind wir kurz vor Wiener Neustadt. Sieht man ja 30 Kilometer noch zu go. Das war da, wo wir dann ungefähr gewendet haben. Eigentlich auch unabhängig voneinander. Ja, haben wir, weil wir nicht ganz beieinander waren. Ich hatte dich gar nicht gesehen. Ich habe dann gesagt, jetzt müssen wir wieder zurück. Schön ist auch mittlere Gleitzahl über 3 Minuten gemittelt. 183 war schon eine gute Sache da. Und jetzt? Und das ist es schon wieder auf dem Weg zurück. Da übrigens hätte man einfach thermisch, wenn du nochmal auf das Bild vorausgehst, das ist ja der Blick nach Osten, vom Ostende der Alpen nach Osten, man hätte einfach thermisch in dieses Hoch hinein, was wir vorhin auf dem Satellitenbild gesehen haben, können, nach Ungarn fliegen. Muss kurz überlegen. Aber wir haben da beide die gleiche Entscheidung getroffen, jetzt wieder zurück. Ich war zum ersten Mal in dieser Gegend. Es ist für mich alles unbekannt. Ich habe halt von den schönsten Punkten habe ich Fotos gemacht. Diese Bergstation hier war da der Fokus meines Interesses. Und dann ging es an diesen Hängen entlang, da stand der Wind drauf, wieder da hinten zurück. Man muss dazu sagen, diese Hänge da hinten im Osten, also diese Kalkkante, die du da gerade gezeigt hast, das ist alles nicht hoch. Das ist so 1800 nur. Ne? Ja, ja, ist nicht sehr hoch. Und aber durch diese hohe Labilität hat der Wind ganz unten durchgegriffen. Also man kam immer völlig sorglos im Wind wieder weg. Ja, hier ist auch mal eine Ausnahmesituation. Ich bin höher als der Jan. Sehr, sehr selten vorgekommen, da ist er. Und das ist jetzt im weiteren Verlauf... ist das Timmersdorf? Niederöblan. Das ist schon wieder Niederöblan, okay. Ja. Also dann sind wir jetzt zeitlich schon wieder auf dem Rückweg. Das waren alle Bilder, die ich da hatte, von Wien wieder zurück, von Wiener Neustadt. Jo. Dann ist ja die Frage, wie weit war die Front? Also A, welcher Uhrzeit sprechen wir jetzt? Seid ihr? Wie spät? Kann ich gucken. Dachstein, oh, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken am Zeitmarker. Ich gucke mal gerade so die... Jan, weißt du das, ja? Ja, ich kann mal kurz so die Eckpunkte der Zeiten sagen. Ja, genau, weil das ist interessant, und wie weit dann die Front eben schon vorangeschritten war. Aber man sieht ja an den Bildern, wie unterschiedlich die Wetterbilder waren. Also gerade eben noch da bei Wiener Neustadt, blauster Himmel, Hochdruck, und das ist jetzt rein im Wind wieder... beim Dachstein, und man sieht diese Kaltluftbrühe von Norden hier reindrücken. Also das war für mich Meteorologie zum Anfassen. Unglaublich schöne Bilder. Also wir haben im Osten an der Rax gewendet um genau 14 Uhr Lokalzeit. Also wir haben im Westen, ich habe geklingt so um 10.40 Uhr ungefähr. Habe ich geklingt und um genau 14 Uhr Lokalzeit haben wir gewendet im Osten so knapp. Und sind dann wieder der Front entgegengeflogen, und das ging ziemlich genau bis zur Tauernautobahn bei wie heißt das da, Flachau. Radstadt. Ja, an Radstadt so ein kleines bisschen vorbei. Ja, und das ist ja jetzt genau dieses Bild eigentlich, oder? Also hier so beim Dachstein runter. Ja. Ein Stückchen weiter, da ist die Front, und deswegen habt ihr da dann wieder gewendet. Ne? Genau, da ging es dann nochmal so irgendwie, was war das, Jan, konvergent, haben wir ein bisschen gestoßen. Hat aber noch richtig funktioniert. Auf diesem Bild, wenn du nochmal gerade ein Bild zurückgehst, da kann man was Wunderschönes sehen. Noch eins? Und zwar, wir gucken nach Westen. Das heißt, der Wind in der Höhe, den können wir jetzt nicht sehen, aber der kommt von links nach rechts. Das ist der Wind, den wir benutzen an den Hängen. Dann kann man sehen, da oberhalb von deinem Flügel unten im Tal suppt die Kaltluft von Nord nach Süd, von rechts nach links in das Tal rein, fällt runter, löst sich auf, aber es gibt ein winzig kleines Wölkchen links davon, das da. Da ist die Kaltluft schon, bis dahin ist sie schon vorgedrungen. Ja, man sieht sie halt nur nicht. Sie kommt von rechts rein, stürzt runter in dieses Tal, die Wolken lösen sich auf, die Kaltluft suppt aber weiter vor, und da links
Da brandet sie sozusagen wieder am Nordhang vom Rossbrand, am Nordhang von diesem niedrigen Waldhuckel hoch und fängt neu an zu kondensieren. Ja, genau so. Tunlichst bleibt man da drüber. Gut, wenn man dann ein Flugzeug mit Gleitzahl 180 hat, wie die K6, was wir gerade... Ja. Und das ist jetzt eben auch ein Blick nach Norden und da kamen die sich zu ihr rein. Das ist ganz toll zu sehen. Hier, diese Bilder finde ich auch sehr, sehr schön. Man sah das in der Bewegung, wie das hier wie Wasserfälle runterfiel. Über jede. Also hier ist auch Norden. Ne? Da kam diese Kaltluft. Das war der Anfang vom Ende sozusagen. Aber das ist ja jetzt wirklich ein super spannendes Bild, weil wenn man jetzt nicht weiß, wo was ist, könnte man auch denken, das wäre der Alpenhauptkamm und es wäre Staubewölkung. Ja. Nord. Und es ist aber genau andersrum. Es ist diese Kaltluft, so wie du es Jan in der Früh erzählt, oder nicht in der Früh, vorhin erzählt hast, die von Norden unten reindrückt. Das ist hier super spannend. Ja. Also diese Bilder, die waren spektakulär hier. Jo. Ja, dann hatte die Wende da bei den Tauern. Um wie viel Uhr war das dann, Jan? Ziemlich genau 17 Uhr. Ich gucke nochmal genau nach. Also 5 vor 5. 17 Uhr, das heißt, ihr wart ungefähr 6 Stunden unterwegs zu diesem Zeitpunkt. Ja, genau. Genau, 6,5 Stunden. Und die Front war in der Zeit praktisch dann gewandert, ja, so vom irgendwo von der Höhe Innsbruck bis dann, ja, Salzburg. Bis Salzburg, ja. Ein Stückchen weiter, ne? Ja. Die Vorderkante dieser Front, die war sehr inhomogen. Also das war, also die eigentliche Front hätte man eigentlich nur anhand des Windfeldes sehen können. Aber es war vor der eigentlichen Front vorauslaufend immer schon Schauer. Insofern, ich fand es sehr schwer zu sehen, wo jetzt wirklich schon die Front ist und wo man vielleicht noch hinfliegen kann. Also zum Beispiel ist, glaube ich, der Johannes nochmal nach Westen bis an den Hochkönig geflogen, nachdem da schon der erste Schauer durchgezogen ist. Und wir sind ja an Timmersdorf nochmal von Osten nach Westen vorbeigeflogen, nachdem da schon der erste Schauer drüber gefahren war. Also insofern war schwer einzuschätzen. Wo ist jetzt eigentlich der Regen und wie weit ist er jetzt eigentlich schon im Osten? Gut, dann ging es nochmal nach Osten. Und wie weit seid ihr nach Osten nochmal geflogen beim nächsten Mal? Da trennten sich dann unsere Wege, Olli, oder? Ja, genau. Da habe ich kalte Füße bekommen und wollte eben zu meinen Rückholern nach Niederöblan. Und der Jan hat nochmal weitergemacht. Ja, allerdings auch nur, weil, also wir sind nochmal nach Osten geflogen bis ins Gesäuse und ich habe dann, hast du auch eine Welle gefunden? Ja, ich glaube schon. Also endlich gab es dann mal Welle. Ja, ich kam da nicht richtig rein. Du hattest es gesagt, dass du Welle fliegst. Das war auch da, aber ich habe das nicht geschafft, da reinzukommen. Ging auch nicht hoch, ging auf 3,5, aber das war dann halt für mich die Chance. Von dem Gesäuse habe ich ziemlich Angst und vor der Gegend da rund um den Erzberg, weil es nicht so schön zu landen ist. Und nachdem ich dann in der Welle war, war das die Chance, nach Osten weiterzugehen, was ich mich unten im Hang dort nicht getraut habe. Genau. Das war für mich dann auch der Grund zu sagen, so jetzt ab nach Hause. Wobei zu Hause in dem Fall nicht zu Hause Neublan. Ist. Ja. Ja. Und Olli, wann bist du gelandet in Niederöblan? Ungefähr 6 Minuten vorm Regen. Aber da muss ich jetzt nochmal. Sekunde, ich habe die Statistikseite ja gerade da. Landung 17.02 Z, also 19 Uhr. Das heißt, dann war ja nach hinten durchaus auch noch Luft. Anfang Juli, würde ich mal sagen, ist ja. Ja, eigentlich noch 2 Stunden Luft. Ja. Wir hätten vor dem Start 1-2 Stunden früher aufstehen können und danach nochmal 3. Also
Darauf möchte ich eigentlich hinaus, weil wir haben ja vorhin schon mal so einen 1000-Kilometer-Flug mit einer K6 gesehen. Aber wenn ich jetzt sehe, um 10.47 Uhr oder was, glaube ich, Abflug und um 19 Uhr gelandet, da sind ja vorne 4 Stunden, hinten 2 Stunden. Also da ist Potenzial da. Wäre mehr drin gewesen, ja. Wenn halt das Wetter mitspielt. Das ist ja immer bei uns, ich meine, wie oft haben wir es schon erlebt, dass die beste Föhnlage genau in der Nacht ist und der Tag vorher in der Früh noch nicht geht und der nächste Tag eben am Nachmittag zumacht. Das ist ja die große Problematik beim Föhnfliegen, dass diese Front sich leider nicht an die Tageszeiten hält. Aber ich denke auch, jetzt aus diesem Flug und auch aus dem da vor 2 Jahren kann man tatsächlich die 1000 Kilometer mit der K6, die sind an einem Tag, der homogener ist als diese Tage, der an einem Föhntag, der nicht dieses Problem mit den von Süden über den Hauptkamm über hüpfenden Schauern und Gewittern sogar hat. Also ein Föhntag, der den ganzen Tag durchhält, da ist 1000 mit der K6 realistisch. Wir hatten jetzt einen Schnitt etwas über 70. 70 mal 14. Und die letzten 20 Kilometer gleiten. Ja, also. Ja, weil 17 mal 40 ist 980, ne? Ja. Also, gut 70 mal gut 14 ist knapp 1000. Ja. Ja. Also es ist schon realistisch. Sicher, das Problem ist, diesen Tag zu finden, der diese Homogenität über den ganzen Tag hat. Ja, das ist ja immer das große Problem beim Film. Jetzt müssen wir noch Jans Geschichte zu Ende erzählen. Du bist also nochmal dann ja in die Welle gekommen und dann nochmal nach Osten geflogen und genau, hast den Flug dann zu Ende gebracht. Ja, dann hatte ich gehofft, nochmal weit nach Osten zu können, aber das hat leider nicht funktioniert, weil, zeige ich euch gerade mal ein Foto. Das sind jetzt hier diese Bilder, die Olli gerade schon gezeigt hat. Und was mich dann abgehalten hat, ist das hier. Und zwar, das ist der Blick ungefähr vom Hochschwab nach Osten. Ja? Also zum Einordnen unten dieses Tal, was man sieht, meine ich, wäre dann das Tal von Lanzenturnau nicht. Richtig, genau. Da liegt irgendwo am östlichen Talende da irgendwo liegt Lanzenturnau. Und grundsätzlich sind ja die Gewitter, also wir gucken hier nach Osten, grundsätzlich ist die Front hinter uns, die haben wir jetzt im Rücken, westlich von uns, aber es gab eben diese, auch im Osten, weit vor der Front, diese von Süd nach Nord rüberhüpfenden Gewitter. Man sieht übrigens sehr schön oben den Höhenwind aus Süd. Ne? Wir gucken nach Osten und der Höhenwind bläst von rechts nach links, von Süd nach Nord und bläst hier diesen Congestus so ein bisschen, kippt den so ein bisschen um. Oben hat er einen Ansatz von Amboss, der auch nach Norden verblasen wird. Und dieses Ding, das hat dann meine zweite Wende im Osten erzwungen, ungefähr quer vom Hochschwab. Also die Idee, ich fliege einfach nochmal ganz weit nach Osten, nochmal bis zur Rax oder so, die ging nicht. Und ja, dann musste ich halt wieder wenden. Und wollte denn eigentlich zurück nach Niederöppler. Olli war ja ein bisschen vorher gewendet. Olli war deswegen schon weiter voraus nach Niederöppler, weil er auch viel schneller als ich. Und dann konnte man aber im Radar schon sehen, dass der Regen nicht mehr, also der eigentliche Regen von der Front, nicht mehr weit von Niederöppler weg war. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem sich unsere Wege getrennt haben. Lilla der Olli, blau der Jan, hier im Gesäuse, endlich die Welle. Man sieht es unten am Barogramm schön, das ist einer der ganz wenigen hohen Punkte. Richtig hoch ging es auch nicht, bis 3,5. Aber die 3,5, die ermöglichen mir jetzt eben nach Osten abzugleiten. Und Olli hat hier dann umgedreht und ist schon mal nach Niederöppland zurück. Und ich musste hier quer vom Hochschwab dann auch umdrehen wegen dieses Gewitters im Osten, was etwa über Lanzenturnau stand. Also meine Idee, noch weit nach Osten zu fliegen, die
Hat auch nicht funktioniert. Es war noch früh am Tag. Es ist jetzt gerade mal 18.30 Uhr. Also da wären noch 3 Stunden Flugzeit offen gewesen, aber ging halt nicht mit den Gewittern. Also ich muss hier auch umdrehen. Unterdessen ist Olli schon an Admont wieder vorbei. Und ich komme jetzt hier quer ab von Trieben an. Olli ist gerade an Niederöppland vorbei, geht jetzt da zur Landung, knapp vor dem Regen. Und bei mir, ich bin jetzt quer ab vom Flugplatz Trieben. Ich war da eigentlich noch am Überlegen, versuche ich Niederöppland oder lande ich in Trieben? Aber diese Überlegung wurde mir ganz wunderbar aus der Hand genommen. Ich bin nämlich quer ab von Trieben schlicht und einfach abgesoffen. Völlig sang- und klanglos. Da war der Wind unten raus deutlich schwächer geworden. Also der Südwind wurde schwächer. Und ja, die Frage, noch nach Niederöppland zu fliegen, die stellte sich mir gar nicht mehr. Man sieht es hier am Programm, ich bin hier runter auf 1600. Also das Thema war erledigt. Aber ganz, ganz toll, im Funk habe ich den Hermann Eingang getroffen, sozusagen. Der flog dann auch an mir vorbei. Und das war mega nett. Der sagte dann gleich, klar, du bist herzlich willkommen in Trieben und ich lande auch gleich und ich bin dann da, um dir zu helfen. Und da war es eigentlich schon klar, dass Trieben einfach ja auch die bequemere Landung ist, weil der Regen noch weiter weg war. Dann habe ich da noch eine Stunde in dem Triebener Tal rumgemacht, aber man sieht es im Barogramm, ich war nie wieder hoch. Ich war nie wieder über 2000. Ja, und auf die Frequenz von Hermann, war das auf der Triebener Platzfrequenz? Das weiß ich nicht mehr, aber der Simon Lämmerer hatte mir gesagt, auf welcher Frequenz ich den Hermann finde. Und das hat dann nach einem Fehlversuch auch dann tatsächlich geklappt. Ja. Und ganz interessant noch meteorologisch, ich hatte ziemlich Angst vor der Landung in Trieben, weil, wenn wir hier noch mal ein bisschen reinzoomen, von Süden bläst ein tief eingeschnittenes Tal der Triebener Tauern, das ist hier diese Talfurche, die bläst genau von Süden auf den Flugplatz. Und bei Südwind, also die Bahn ist ziemlich genau Ost-West in Trieben, aber bei Südwind gilt der Platz als nicht so angenehm, weil eben diese Talfurche hier, das ist ein Pass, den Südwind kanalisiert und der dann als Crosswind hier draufsteht und das ist wohl ziemlich unangenehm. Da hatte ich ein bisschen Bammel vor. Aber als ich dann letztlich landete, war das schon kein Problem mehr, weil zu dem Zeitpunkt da unten schon kein Südwind mehr war. Denn nicht weit im Westen, bei Niederöppland, hat es ja schon geregnet. Olli wurde schon nass beim Abrüsten, glaube ich. Richtig. Und diese Kaltluft, die hier von dem Regen bei Niederöppland kam, die schießt natürlich hier von West nach Ost das Tal entlang. So dass ich zum Zeitpunkt meiner Landung in Trieben Vollgas Westwind hatte. Exakt auf der Bahn, 20 Knoten, aber exakt auf der Bahn. Wunderschön. Also war ganz komfortabel. Wie war bei dir der Wind, Olli, bei der Landung? Er war ziemlich schwach. Im Westen standen die Gewitter. Ich weiß nicht, wie sich das zusammengesetzt hat. Da war Regen mit drin. Die haben auch ein bisschen angezogen. Aber der Wind war schwach und auch ruhig. Also es war keine Turbulenz. Eine Turbulenz war es in Trieben auch nicht. Das ist dann wieder der Vorteil, wenn das ausfließende Kaltluft aus so einem Schauer ist. Die ist vielleicht turbulent unmittelbar in der Umgebung des Schauers, aber 20 Kilometer entfernt, da ist da zwar viel Windgeschwindigkeit drin, aber nicht mehr schrecklich viel Turbulenz. Das hat sich dann, das ist ja alles kalte Pampe, die da unten in dem Tal entlang schießt. Da ist vielleicht mechanische Turbulenz drin wegen der hohen Windgeschwindigkeiten, aber keine Labilität mehr, weil die kalte Luft schon unten ist und die Wärme oben drüber. Also da ändert sich nicht mehr viel. Ja, ich bin sehr beeilt mit dem Abbauen dann. Es war auch sehr, sehr schön. Mein Hänger, der quietscht immer so ein bisschen beim Fahren.
Und beim Ausrollen habe ich das schon, als das Geräusch vom Sporn weg war, habe ich schon das Quietsch-Quietsch von meinem Hänger hinter mir gehört. Und wir waren auch, ich würde mal sagen, 10 Minuten später war das Flugzeug komplett im Anhänger drin. Die Blitze haben schon hinten gezuckt und wir haben uns schon ein bisschen geduckt vor dem Wetter und waren froh, dass dann alles verstaut war. Und dann auch noch ein schönes Bild von direkt nach der Landung, was, glaube ich, eigentlich alles und eine schöne Abrundung des ganzen Geschichte ist, Olli. Wenn du das, ja, muss ich eben suchen, warte. Das war dieses Abschlussbild. Ja, und ich glaube, man sieht, dass es eben schon geregnet hat, weil irgendwie... Ja. Also, die letzten, die noch draußen waren, waren der Gerhard und ich. Man sieht es, je trockener die Kollegen sind, desto früher haben die sich ins Auto zurückgezogen. Ja, das waren ja auch meine Rekorder, die brauchten natürlich, die haben ja da auf dich gewartet. Eine Stunde vor deiner Landung. Waren die dann eigentlich auch bei deiner Landung schon da? Ich schätze mal nicht, oder? Weil... Doch. Die wären exakt zum Zeitpunkt meiner Landung in Trieben gewesen. Die haben dann nur irgendwie die Einfahrt zum Flugplatz verpasst. Aber die haben mich wohl landen sehen. Ah, okay. Ja, sehr geil. Ja. Und in Trieben war super nett, weil eben der Hermann Eingang und seine Frau und ein paar Gastflieger da noch da waren. Und wir saßen da im Trockenen, vor dem Clubhaus. Mit Bier und Kaffee. Das war richtig nett. Ja. Und wir haben sogar meine K6 da noch in die Halle gestellt, in Trieben wäre aber gar nicht nötig gewesen. Wir haben tatsächlich trocken noch abgerüstet. Ja, witzigerweise hat nach meiner Landung, als der erste Schauer durch war, der Regen dann auch nochmal nachgelassen. Da gab es eine kurze Pause. Und wir haben dann nochmal den Hänger aufgemacht und alles nochmal richtig verteut, weil das war wirklich so ein Highspeed abbauen, nur das Nötigste gemacht im Regen. Und es wusste auch keiner, wie stark das Gewitter werden würde. Aber eigentlich nach einer halben Stunde war es erstmal wieder vorüber, der richtige Regen. Wie du schon erklärt hast, die Front war nicht so ganz definiert. Ging wieder ein Schauer durch, dann war es wieder mal kurz trocken, bis der richtige Regen kam. Hat es noch eine Weile gedauert. Vielleicht noch zu dem Potenzial von dem Tag. Der Hermann Eingang ist 1200 geflogen an dem Tag. Mit einer A31. Ja. Also das war im Osten schon ein richtig guter Tag. Eben mit dem ständigen Fragezeichen, wo kommt der nächste Schauer und wo verlegt einem der nächste Schauer den Weg. Aber wenn man da ein bisschen Glück hatte mit dem Timing, dann hatte der schon Potenzial. Ja, den Hermann hatte ich schon getroffen beim Ausklinken bei den Loferern. Da kam der mir entgegen. Okay. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass der einen Frühstart gemacht hatte, ne? Der ist ja. Ja, aber ja. Er hat allerdings erzählt, der Anfang war schwierig, weil schwacher Wind, der hat tatsächlich mit was Welligem direkt übertrieben, mit was Welligem anfangen müssen. Ich habe jetzt auch noch mal was vorbereitet, so als Abschluss vielleicht hier noch mal den Gesamtflug und die Statistik dazu, um noch mal auf diese Theorie zu kommen, 30er Gleitzahl, ich weiß nicht, wenn man diese Statistik anschaut, kommt man nicht drauf, dass es ein K6-Flug gewesen ist, oder? Jan, was sagst du da dazu? Ja, welcher? Total 69er Gleitzahl. Ja. Ja. Das ist das Schöne am Windfliegen, ne? Das macht schon Spaß. Also die langen Geradeausflugstücke, das macht schon richtig Spaß. Ja, gut. Das macht, was so eine K6 alles kann. Alles kann, genau. Übrigens, das ist vielleicht was, also, ich meine, das sieht jetzt, die Zahlen sehen natürlich toll aus, aber da ist definitiv Luft nach oben bei den Schnittgeschwindigkeiten. Wir sind im Mittel zu hoch geflogen, sind zu sehr im Hangwind nach oben aufgeschwommen. Ja. Wenn ich unten in Höhe der Kanten bleibe, dann habe ich vielleicht 2 Meter Luftmassensteigen und kann 2 Meter Steigen wegdrücken.
Wenn ich 300 Meter über die Kante steige, habe ich vielleicht noch 1 Meter Luftmassensteigen, kann nur noch 1 Meter Luftmassensteigen wegdrücken und bin langsamer. Wenn ich 500 Meter über die Kante steige, habe ich vielleicht nur noch 0,5 Meter Luftmassensteigen und muss mit 90 da entlang ümmeln. Also ich glaube, wir sind im Mittel zu hoch geflogen und wir sind öfter zu hoch gestiegen. Das ist dann zwar im Moment toll, wenn ich einmal auf 3500 bin, aber das heißt, ich gleite dann von 3500 runter bis 2000, gleite ich 1500 Meter ab. Da fliege ich zwar liebevoll oberhalb irgendwelcher Linien, die 1000 Meter weiter unten Hangwind machen würden. Nur, das bringt nichts, wenn ich 1000 Meter höher darüber fliege. Also das hohe Steigen muss man auch mal überlegen, ob man das nicht lieber sein lässt. Und insofern glaube ich, dass zwar bei den Gleitzahlen nicht unbedingt viel Luft nach oben ist, aber bei den Schnittgeschwindigkeiten deutlich. Olli war sowieso schneller als ich, er war 75 statt 70, weil er ich fand, Olli, du bist konsequenter vorgeflogen, insbesondere in der zweiten Hälfte des Fluges. Da bin ich zu oft oben aufgeschwommen. Ja, da, wo ich mich auskannte, habe ich mich eben getraut, auch tiefer zu fliegen. Ja, genau. Aber das so abtrieben Richtung Osten, das war für mich nicht ganz Neuland. Ich war da schon 2-3 Mal gewesen, aber ich hatte kein mentales Bild. Kann ich jetzt um die Ecke rum und aus einer sicheren Höhe, wenn da eben ein paar hundert Meter über der Kante bist, dann kannst du auch sehen, wo du hinfliegst. Und das war mir ganz wichtig. Ja. Gerade in diesem Gelände ist ja doch nicht so schön zum Landen. Ja. Aber ich denke, gerade an den Kalkkanten könnten wir auch mit den K6 einen Tick tiefer fliegen. Und ich glaube, da weiter östlich vom Hochschwab, da sind dann doch die Sprünge da, die Berge sind nicht so. Ja, ja. Mit Plastikflieger, glaube ich, nicht ganz so ohne. Und dann, das würde ich. Ja, nee, im Osten, aber im Osten ist ja auch die Thermik. Also im Osten ist ja tendenziell die eher thermische Welt. Aber im Westen, im Kalk, also so am Dachstein, am Tennengebirge, am Steinernen Meer, denke ich, könnten wir sogar mit den K6 noch ein bisschen tiefer gehen. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, die Gleitzahlen, die sind ja schon ganz beeindruckend, aber die Schnittgeschwindigkeiten sind noch nicht das Ende der Fahnenstange für die Art der Flüge. Da ist noch Luft nach oben. Also wenn die Schnittgeschwindigkeit noch nicht am Ende ist und der Frühstart war noch nicht am Ende und die Landung war noch nicht am Ende, richtig Potenzial, um euch irgendwann mal dann wieder einzuladen für den nächsten Flug des Monats, wenn er vierstellig ist mit der K6. Ich hoffe, ihr macht es dann wieder im Team. Nicht, dass wir uns für einen von euch entscheiden müssen, wäre ja doof. Und ja, ich fand es also eine ganz tolle Session, insofern, weil wir ja auch erstmalig eigentlich das Föhnfliegen erklärt haben, war ja so ein bisschen Meteorologie, Föhnfliegen für Einsteiger. Vielen Dank, Jan, hier an dich und vielen Dank an Olli. Ich würde vielleicht noch ein weiteres Fazit gerne draus ziehen würden für euch Zuhörer. Der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, naja, Föhn, es ist weit weg, das ist in den Alpen oder Föhn, das ist ein Expertenthema. Aber ich glaube, man kann aus dem Flug noch was anderes ziehen. Wenn ihr mal eine verrückte Idee habt, eine Aktion, die irgendwie noch nie einer gemacht hat, die eigentlich gehen müsste, aber nee, hat noch keiner gemacht oder nee, der viele Aufwand. Macht das Ding. Es ist auf jeden Fall eine geile Sache. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also, wenn ihr die Idee habt, man könnte vielleicht viel besser wegkommen, wenn man sich ungewöhnlich weit wegschleppen lässt, investiert mal den weiten F-Schlepp. Vielleicht ist es eine neue Möglichkeit für weite Strecken von eurem Platz, dass man halt nicht über dem Platz klingt, sondern ja, wir haben uns 25 Kilometer weit wegschleppen lassen. Das ist ja nicht aus der Welt. Aber wenn ihr so eine Idee habt, macht das. Wenn ihr seht, es ist eine Wetterlage, da kann man toll fliegen, aber ach, schade, man kommt nicht nach Haus. Dann landet woanders. Ja? Dann fliegt Mission ohne Wiederkehr. Es wird auf jeden Fall eine geile Aktion. Es wird auf jeden Fall ein schöner Wandersegelflug. Und vielleicht wird es mit Abstand die weiteste Strecke von dem Tag. Oder irgendwann Flug des Monats. Also machen und ausprobieren. Es gibt noch viele, viele unerforschte Sachen. Also da gebe ich dir hundertprozentig recht. Diese spontanen Geschichten, ich habe das ja auch schon 2-mal gemacht im Föhn, dass ich da in Niederöbland gelandet bin. Das sind Flüge,
an die man sich hundertprozentig erinnert. Ne? Auch dann die Übernachtung in Müberödlern, wo man dann mit dem Zug am nächsten Tag selber heimgefahren hat, sich zurückgeholt hat, egal ob ich das mit Armin Behrendt zusammen gemacht habe oder alleine. Oder auch Benni, du hast es ja auch schon mal gemacht, bist dann am nächsten Tag sogar zurückgeflogen. Ich glaube, das sind Flüge, an die erinnern wir uns noch in 20 Jahren, in 30 Jahren, wenn wir mit dem Rollator im Altenheim durchgehen, weiß ich noch, damals in Müberödlern. Und das ist das, was meiner Meinung nach unseren Sport so ausmacht. Ne? Das, was so faszinierend ist, was du da Sachen erleben kannst. Und das sind eben diese außergewöhnlichen Flüge. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank an euch. Weiterhin schöne Flüge. Und ja, an unsere Zuhörer, weiter schön die Flüge liken, damit wir Anfang September wieder den Flug des Monats August hören können und uns schön drüber unterhalten können. Macht es gut. Bis dann. Und euch auch, Matthias und Benni, fürs Moderieren. Jo, alles klar. Bis bald. Ciao. Ciao.